Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Guy und ich, wir machen uns gerade auf dem Weg nach Granada. Und zwar sind wir momentan noch in Malaga und haben uns eben von der guten Nina verabschiedet und von Enes. Und genau, jetzt fahren wir gleich mit dem BlaBlaCar nach nach Granada für eine Stunde oder für eineinhalb Stunden. Und ja, Guys Koffer ist kaputt gegangen und wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, das so zu ziehen. And it works so better, right? Yeah, it's much better than like the 20 kilos. Exactly. So, wir sind in Granada angekommen und die Fahrt war super entspannt. Und jetzt laufen wir eineinhalb Stunden, jetzt laufen wir 13 Minuten zum Hostel. Und genau, es ist 10 nach 2. Oh, hola! Wow, schaut euch die verschiedenen Sorten Mushrooms an. Leute, wir haben hier. I really love these tomatoes. Yeah, with the. They're so good. I don't know how to describe with this one. And this, what's the name? Copiato. Muy dulce, asado. Muy dulce. If someone knows dulce what it is. Like oh my god, these mangoes also look so nice. Never seen. But I want to eat the granada kind. This is granadas. Pomegranates. And we're in Granada. Look at that! Yeah. Oh, it's like you eat it like cabbage. Really? You can like boil it. Have you tried that before? Oh. And look at the tomato! Oh, so oh my god! Looks like a heart! It looks angry. Angry? Yeah, if you look at it like that. Oh, I know what you mean. angry tomato. But it's so funny, it looks like a heart. Angry heart. Infusion the cannabis. Oh, it smells good. Maybe I can get I want to smell everything. Oh my god, it's just a salad. Fattoush. This is fattoush. Yes, this is grape leaves. Grape leaves. Yeah, so you know, like vines, you know, where they grow grapes. Yeah. So they take the leaves. Damn. Filled with rice, sometimes like fresh tomatoes, herbs, roll it. So sometimes they have like an old woman with this big pot, just rolling leaves the entire day. Where? Wherever. Okay. Like it's from Middle East, so. And then they cook it. From a can. Yeah, they also have that in there. Yeah. This is baba ganoush, so yeah. It's like crushed eggplant. Lapo kube. Kube. Kube is a dough filled with usually meat, sometimes chickpea paste, like on the hummus. So you can check, and then they deep fry it like the falafel. Mm-hmm. The falafel, you know. Yeah, right? Yeah. And that's the meat. Ah, that's just so easy. Nice. Later, so no, I don't know his name actually. Oh no, take the bread for real. Take the bread. No, there is more later. I asked, so no, we can split it. Hello, party peeps. Ich habe mich mega lange nicht mehr gemeldet. Wir haben es mittlerweile Montag. Ich glaube, 3 oder 4 Tage sind vergangen. Und ich bin immer noch in Granada. Was ging so die letzten Tage? Tatsächlich gar nicht so viel. Es ist so ein bisschen regnerischer und kälter. Und ja, musste ich mich erstmal gewöhnen, da ich ja irgendwie 1,5 Monate nur Sonne und über 20
Grad hatte. Ja, oh mein Gott, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich weiß nicht wieso. Ja, anyways. Ich habe mir ein paar wärmere Sachen gekauft, denn es wird wirklich sehr kalt. Ich habe es richtig unterschätzt. Genau, aber ich bin richtig happy. Ich habe mir diese Jacke hier gekauft für 2 fucking Euro. Hier ist nämlich so ein richtig nicer Secondhand-Store. Alles voll organisiert und clean. Und genau, die haben halt heute so ein Angebot, das alles 2 Euro kostet. Und ich werde euch später im Hostel noch die anderen Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Jetzt muss ich einmal schauen, wo ich längs muss. Wo ich längs muss. Okay. Oh mein Gott, mein Deutsch wird auch nicht besser. Naja, auf jeden Fall habe ich die letzten Tage so ein bisschen Spanisch auch gelernt und es macht richtig Spaß. Und ich war gestern bei meiner ersten richtigen Yogastunde im Studio und wir haben Yin-Yoga gemacht und es war so, so cool. Und heute Abend wieder um 9 Uhr und ja, vor 2 Tagen gestern haben Guy und ich das Hostel gewechselt, weil das andere war irgendwie nicht so nice. Und jetzt sind wir so happy, wir haben so coole Leute schon kennengelernt. Das Frühstück ist so nice. Die haben frisches Baguette und Salsa. Genau, ich kann euch das morgen mal zeigen. Oder ich blende euch das ein. Kommt drauf an, wann ich das Video hier schneide. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt ins Hostel zurück. Es fängt gerade ein bisschen an zu regnen. 12 seconds later. Did you put chili in? Yeah. No. Wow. And damn. Garnish food on it. Ooh. Come on. That looks fancy, like in a fancy restaurant. Yeah, and just a bit of white pepper. Voila. Whoa. Hallo Leute, ich bin gerade im Alhambra. Das ist eine sehr, sehr typische Touri-Aktion, wenn man in Granada ist. Und so sieht das hier aus. Also wunderschön. Und es ist echt krass, weil das so riesig hier ist. Und ich habe hier einen Audio-Guide. Genau. Und ja, es ist super kalt. Deswegen habe ich mich gerade in die Sonne gesetzt und genieße die Sonne jetzt ein bisschen. Croquetas. So this is croquetas caseras with spinach and shiitake, and we're starving, so cheers. Okay, you have the chicken burger with bacon. Mm-hmm. And I have lasagna.